Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Episode Minaus. Ich bin hier und überlege, wie komme ich an dieses Mannequin, wenn hier der Weg zu ist. Man kann natürlich sagen, du hättest einfach hier runtergehen müssen. Ja, aber ich hatte hier jeweils einen meiner Minaurier-Freunde, die ich natürlich retten wollte. Das heißt, so habe ich 2 von 3 gekriegt. Hier hätte ich nur 1 von 3 gekriegt, weil ich komme hier nicht durch. Ich kann damit nicht arbeiten. Ein anderes Problem, was ich habe, ist, hier sind noch ein paar Mannequins, die ich gerne loswerden würde. Das versuche ich natürlich jetzt hier ein bisschen durch Gaseinflüsse. Weiß nicht, ob das mir was bringt. Ob ich die hier unten noch irgendwie getötet kriege, um noch mehr Beute zu holen. Ich glaube es ja nicht. Ja, die sind noch nicht wirklich sauer. Um hier noch was zu reißen. Ich meine, ich könnte hier alle einschlafen, könnte gleichzeitig meinen Widerstand noch erhöhen. Dann käme ich hier durch. Aber ich kann das hier gar nicht aufmachen. Ich habe das komplett zugebaut. Keine Möglichkeit, da lang zu kommen. Also komme ich hier nicht mehr hin. Ich glaube, ich muss diese Aufgabe wirklich beenden. Vermute ich mal. Kannst du dir anzeigen lassen, wo genau der ist? Okay. Aber ich kenne hier keinen Weg mehr. Ich kann hier noch aus Spaß an der Freude ein bisschen Gas anmachen. Und den hier vielleicht noch zu töten, aber das bringt mir halt auch nicht viel, ja. Weil ich den hier auch gar nicht runterkriege. Ich glaube, wir müssen diese Aufgabe echt beenden. Ich glaube, wir müssen leider aufhören. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, kann man eine Expedition vorzeitig abbrechen. Achtung, in so einem Fall ist die Expedition nicht erfolgreich beendet und du verlierst die getragene Beute. Aber es ist ja gespeichert. Ich will mal gucken. Gäbe es noch eine Möglichkeit? Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die hier sagen, so, haha. So nicht. Schneller sein macht keinen Sinn. Umdrehen macht hier keinen Sinn. Langsamer sein macht keinen Sinn. Wende macht keinen Sinn. Ruhe macht keinen Sinn. Chaos. Wir können deren Wegrichtung verändern, aber das bringt uns auch nicht viel. Und Widerstand, da käme ich hier wahrscheinlich durch, aber eben nur bis hierhin, weil ich hier zugebaut habe. Hier, komme ich nicht weg. Es gibt ja leider keine Möglichkeit, nach oben zu gehen. Ich glaube, ich habe hier wirklich das Pech, dass ich diese Mission nicht beenden kann. Hier gäbe es ja... Nee... Dadurch, dass ich mich hier alles zugebaut habe, komme ich eh nicht durch. Also habe ich keine Möglichkeit mehr. Ich kann sie beenden. Tut mir leid. Ist natürlich unschön, weil es damit einen Misserfolg gibt. Aber ich glaube, es wäre nicht anders gegangen. Ja, super. Nächster Versuch. Nächste Expedition. 2 retten. 17er Tiefe. Auf geht's. Die muss erfolgreich werden. Im besten Fall mit ganz viel Beute und doppelten Gewinn hier. Was haben wir denn wo? Wir haben hier ein paar Viecher. Wir haben hier auf jeden Fall Lava. Wir haben hier Gas. Das ich doch gerne mal freilassen würde. Und hier ein Sperm. Weil Säure und Gas würde ich auf jeden Fall töten. Danke. Da komme ich nicht dran. Ist unmöglich. Weil das Viech hier im Weg ist. Also kann ich hier auf jeden Fall runtergehen. Wir öffnen das und lassen hier das Gas schon mal frei. Einfach nur, um hier eben nachher nicht das Problem zu haben, dass wir hier auf einmal Gas vor uns haben.
Wir lassen den dann hier runter. So, dann kann er hier gemütlich langlaufen. Wenn er will. Und dafür werden wir hier aufmachen. Den hier runterholen. Das hier einsammeln lassen. Hier runterholen. Nein, ich kann das nicht aufmachen. Okay, wir machen es so. Noch gerettet. Sammeln mal das da ein. Dann gehst du hier runter. Und dann schauen wir mal, wo die anderen Kollegen sind. Das könnte ich eigentlich sogar hier schon machen, oder? Nee, da nicht. Sammeln ein bisschen erhöht. Sehr gut, Wohlstand auch ein bisschen erhöht. So. Wenn wir hier mal so ein bisschen Weg haben, ist das ganz gut. Das heißt nämlich, ich kann hier gleich aufmachen. Dann haben wir hier eine ganze Möglichkeit, wo wir hin und her laufen können. Ohne große Probleme zu haben. Alles gut hier. Sehr schön. So, wo sind unsere Kollegen? Wir haben hier noch schönen Stuff. Wir haben hier Gas, das wir anmachen werden, um das Viech hier zu töten. Das gleiche gilt eigentlich auch für dieses Gas hier. Ja, wir bauen hier mal zu. Und hier auch. Um das Gas hier in der Nähe zu haben. Ah, reicht das Gas? Ich glaube schon. Das müsste... Komm schon. Nein, es regeneriert wieder. Verdammt. Aber wir haben hier noch ein bisschen Gas. Das Viech links wird drauf gehen, oder? Jawohl. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal einmal Beute. Da müssen wir zumachen. Wir kommen da nicht hin. Das ist auch unschön. Müssen wir uns hier wieder einen anderen Weg überlegen. Die Beute hier runterfallen lassen. Damit wir hier auf jeden Fall langkommen. Okay. Dann werden wir dich hier hochschicken und hier einsperren. Dann bist du mir jetzt nämlich egal. Sehr gut. Wir können hier nichts machen, außer runterstürzen. Das will ich eher nicht machen. Da auch nicht. Also sperren wir dieses Viech hier drüben ein. Ja, wobei, wir können dich hier drüben rauslassen. Sperren wir dich hier ein. Das ist auch okay. Obwohl. Das Viech da unten muss aufwachen. Ich will das Gas freilassen hier. Ich könnte den auch hier drüben einsperren, hier hin und her laufen lassen und das Gas öffnen. Das ginge auch. Vielleicht kriegen wir das hier dann noch getötet. Jetzt haben wir hier drüben ein großes Säurebad entstehen lassen. Hier mal zumachen. Da ist die Beute, okay.
Einer auf 14, einer auf 15. Wo befinden wir uns gerade? Also ich meine, auf welcher Ebene natürlich. Ich muss hier an dem Viech vorbei. Sonst komme ich nicht zu der Beute hier. Die Beute würde ich schon haben hier. Hier den Widerstand erhöhen, dass der Fall nicht so weh tut. Das Viech hier wegfliegen lassen, damit wir hier rauskommen ohne Probleme. Wenn wir hier sind, müssen wir weiter schauen. So, sobald wir da sind, müssen wir den Widerstand wieder erhöhen. Damit der Absturz nicht so schmerzhaft ist. Ja, hat hingehauen, ist okay. Nimm du mal deine Beute mit, du freust dich nämlich. Da haben wir die beiden Kollegen. Boni sind keine mehr drin, also können wir jetzt hier vielleicht versuchen, noch ein paar Beute mitzunehmen. Bei dem Bonus haben wir hier eh schon verspielt. Ist da was möglich? Wir haben hier Gas, wir haben hier ein Viech. Das extrem leuchtet. Das würde ich natürlich gerne haben. Treiben wir das nochmal nach da. Wir machen das hier mal so. Schade. Nicht ganz wie geplant. Das Doofe ist, nach der Rettung von ihm hier, komme ich hier nicht mehr weg. Und wenn ich hier runtergehe, hier Beute habe, kriege ich sie nicht mehr. Das heißt, die einzige Beute, die ich haben darf, ist hier in den Bereichen. Dass ich hier runterkomme und dann die beiden hier mitnehme. Oder ich muss ihn hier drüben irgendwie töten. Das ginge. Da ist zum Beispiel einmal Erze, die ich haben will. Dafür müssen wir hier auf jeden Fall die Dinge erhöhen. Weil hier ist Gas. Sonst schaffe ich das nicht. Haben wir Wasser. Wenn ich hier aufmache, könnte ich hier die Erze noch runterfallen lassen. Genau, dann kriege ich das nämlich noch mit. So, wir erhöhen wieder unseren Widerstand. Machen hier auf. Mach bitte ein bisschen schneller, mein Freund. Oh, es könnte knapp werden. Eile bitte. Und noch ein bisschen schneller laufen, mein Freund. Alles gut. Ja. Jetzt haben wir den hier. Können hier eigentlich direkt zum Ende gehen. Weil da ist nichts anderes mehr möglich. Das Viech kriege ich nicht mehr gekillt. Zumindest kriege ich die Beute auch nicht mehr hier runter. Hier rechts auch nicht mehr. Nee. Wir können jetzt nur noch zum Ziel gehen. Können den letzten Minaurier hier unten noch retten. Und haben damit dann eben die Grundlagen hierfür geschafft. Weil jetzt lassen wir den natürlich dann hier runter. Und beenden damit dieses Level. Weil er freut sich dann hier auch. Damit haben wir hier beide geholt. Bisschen was einsammeln können, nicht die Welt. Ich fände so ein bisschen rein und raus scrollen cooler, wenn du wirklich vorweg planen kannst, weil es auch Strategiespiel ist. Und wir haben eine Rettungsmission gefunden.
Vielen Dank dafür, mein lieber Freund. Ist natürlich sehr nett von dir. Insgesamt eine ganz gute, erfolgreiche Geschichte. Wir nehmen, ich glaube, die hier mit. Und mal gucken, wir haben noch ein bisschen Zeit in der Episode. Was machen wir denn da? Oh, neue Fähigkeit, Heilung. Du wirst alle negativen Zustände los. Das klingt doch mal ganz nett, würde ich sagen. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Ich glaube, da ging es nicht anders. Heilung. Ja, aber hallo. Wird gelernt. Oh, es war Schlaf. Das hier ist Heilung. Alle negativen Zustände loswerden. Das ist cool. Eins brauchen wir noch. Hier könnten wir auf Level 2 upgraden. Hier könnten wir auf Level 3 upgraden. Der meisterhafte Gebrauch der Fähigkeit verursacht keine Müdigkeit. Die Verbesserung des Fähigkeitsgebietes erhöht die Chance auf meisterhaften Gebrauch der Fähigkeit im gegebenen Fachgebiet. Machen wir mal, oder? Haben wir jetzt hier Möglichkeit auf Level 3 zu gehen. Damit sind wir jetzt ein Meister. Und wir haben Hindernis. Du bildest hinter dir ein Hindernis. Das ist auch ganz nett, finde ich. Wir gehen hier auf Level 2 hoch. Hier noch ein bisschen aufwerten. Und wo ist denn das Hindernis? Hier. Coole Sache. Wir brauchen nur mehr von den Dingern. Da werden wir uns auf jeden Fall ranmachen müssen. Aber zunächst einmal, glaube ich, retten wir noch einen wichtigen Minau. Ja, eine Expedition Rettung machen wir noch. Einer in 18er Tiefe. Vielleicht kriegen wir das noch ganz gut hin. Ansonsten mache ich eine Episode mehr, als ich plante. Oder es wird halt eine längere Folge. Müssen wir mal schauen. Wo befindest du dich? Auf Ebene 16. 8 Minuten Zeit habe ich. Das heißt, man sieht das sogar im Voraus. Das ist doch ganz cool. Können wir hier irgendwo was machen? Wir können hier auf jeden Fall Gas anmachen. Das würde ich auch gerne mal tun. Vielleicht kriegen wir dann dieses Viech hier gleich getötet. Und wir werden hier den Weg nach unten uns bahnen. Stirbst du? Nee, du stirbst leider nicht. Ich bin noch sehr weit links. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu weit vorarbeite. Stirbst du vielleicht auch mal? Anscheinend nicht. Okay, wir gehen hier runter, gehen hier lang. Das ist Wasser, kein Problem. Gehen hier lang. Da haben wir Gas, mit dem wir aktuell nichts machen können. Und wenn wir hier sind, müssen wir mal schauen. Ah, wobei. Da haben wir nochmal Gas, was wir öffnen können. Vielleicht kriegen wir das hier damit gekillt. Das würde uns nämlich dann wenigstens schon mal ein bisschen was bringen. Hier schon mal eine Treppe hinmachen. Nicht, dass es sogar zu Säure wird und wieder reintappen. Nee, reicht immer noch nicht, das Tier zu töten. Okay. Hier runter. Hier müssen wir einen Zwischenstopp machen, dass wir hier aufmachen können. Dann müssen wir hier rüber. Ja. Da können wir ja mal gucken, was hier drüben noch so ist. Da können wir hier immer hin und her laufen, wenn wir den hier runtergelassen haben. Dann schaue ich mir das mal genauer an, was da unten noch ist und wie wir dann gut zu unserem Freund kommen. Bitte ein bisschen weiter nach links gehen. Danke.
So, dann sind wir da. Wo ist er denn? Auf Ebene 16. Können wir hier links was machen? Wir haben hier Gas, wir haben hier Gas. Wir können versuchen, das Viech hier rüber zu holen. Dann haben wir hier Doppelsäure. Ach verdammt, das war dumm. Komm schon, mach hinne. Schnell rein mit dir. Ich hab's verkackt. An der Stelle habe ich es leider verkackt. Aber gut, wir haben hier noch ein bisschen mehr Gas. Also können wir das hier jetzt wahrscheinlich erstmal killen. Dann würde ich das nämlich mitnehmen wollen. Wenn wir das hinkriegen. Das Gas ist mir egal, da komme ich nicht weiter. Ja, das war dumm. Einmal Widerstand aktivieren, bitte. Das Viech ist down. Sehr gut. Na gut, ist jetzt eh gleich weg. Ist das hier wieder Gas? Nee, Wasser. Das ist okay. Und wir sind Herr des Wassers wieder ein bisschen gestiegen. Und jetzt wieder den Weg hier nehmen, kommt dann hierher. Da unten ist der Kollege auch. Da hätte ich gerne mal so ein kleines bisschen Feuer. Das Viech ist tot. Hier hätte ich auch gerne ein bisschen Feuer. Das Viech ist tot. Sehr schön. Die Beute haben wir mitgenommen. Und wir erlangen neues Wissen. Alpha-Sasal. Sei vorsichtig, du hast Alpha-Sasal gefunden. Alpha dieser Art sind stark, langlebig und sehr gefährlich. Nur die besten Jäger haben ihre Trophäen. Alpha-Sasal ist empfindlich gegen Feuer, Säure und Gas. Ja, das haben wir doch ganz gut gemacht dann. Wir lassen dich jetzt dann mal hier rüber gehen, mein Freund. Hier rüber, weil ich hier unten die Beute mitnehmen will. Jetzt müssen wir hier schon mal ein bisschen vorweg planen, dass ich danach nämlich hier durchrenne. Verdammt, das geht wieder nicht. Ach Mist. Ich habe das vorher nicht gesehen. Dann können wir jetzt direkt ins Ziel gehen. Aber wobei, noch nicht. Wir können das hier noch mitnehmen. Das nehmen wir mit und dann gehen wir ins Ziel. Dann haben wir nämlich wenigstens noch ein bisschen was an Rohstoff mitgenommen. Ich habe jetzt hier wunderschöne Beute liegen und ich habe nicht vorher beachtet, dass ich hier nicht durchkomme. Dieses blöde Ding hier. Aber gut, zum Abschluss der Folge noch unserem Minaurier-Freund gerettet, unserem Wichtigen. Unsere Expedition war erfolgreich. Episode ein bisschen länger geworden als geplant, aber ab und zu kann man das ja mal machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer für euer Einschalten. Hoffe, ihr seid übermorgen dabei, wenn es weitergeht bei der neuen Episode Minaus. Bis dahin natürlich noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen, Leute. Und danke.
Er hat's auch gesagt. Er weiß es. Er ist höflich. Ciao.